Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Mittwoch 17.30 Uhr und wir haben wieder Basteltime und zeigen euch einen weiteren Fallerartikel. Ja, heute gibt es wieder einen etwas kleineren zum Ausschmücken der Anlage. 130948. Und zwar ist es der Öltank. Ja, 19 Einzelteile in zwei Farben, einmal Deko, einmal Bauanleitung. Und verwenden Sie den Faller Plastikkleber zum Basteln. Maße? Ja, 9,6 cm auf 4,3 cm auf 4,2 cm. Und dann wollen wir mal gucken, was da drin ist. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, zunächst noch, wer viel baut, ne, der macht viel kaputt. Das heißt, nach dutzenden Bausätzen und Zwickern hat jetzt diese Zange langsam ihr Limit erreicht und deshalb gab es eine neue, damit die Bausätze besser vonstatten gehen. Ja, 170688 Spezialseitenschneider. Das nochmal am Rande so. Ja, man merkt schon den Unterschied, ne? Da ist die Feder schon ausgeleiert. Hier noch nicht so, ne? Ja, dann sind wir mal gespannt, wie wir mit dem neuen zu Rande kommen. Ja, dann wollen wir hier mal aufmachen. Sicherheitshinweise. Dann haben wir die Aufkleber dabei und wir können Aral, BP und Shell und Esso draus bauen. Das werden wir mal überlegen, was wir machen. Dann natürlich die Beschreibung. Und wir haben zwei Spritzlinge. Jo, sag ja, klein. Oh, fast vergessen. Und ein Stück Schlauch. Gut, dann wollen wir mal loslegen.
Faller 130948, der Öltank. Ja, gefällt mir toll. Ich habe ihn jetzt halt als Aral gemacht. Ja, das werdet ihr schon noch in anderen Videos sehen, warum vielleicht, ne? Und ja, so sieht er aus. War ein schneller, toller Bausatz, ne? Also für jedermann leicht zu bauen. Und passt eigentlich toll überall rein. Und wir haben hier eben eine Fahrzeugzapfsäule in klein. Ja, die kann man irgendwo positionieren da drum. Und wir haben eben die Lokbetankung groß oben mit dem schwarzen Schlauch. Ja, da sind wir schon am Ende von diesem kleinen Bausatz. Ich sagte ja, es ist ein kleiner diesmal. Das nächste Mal wird es dafür wieder größer und ich muss erstmal planen, ob das ein, zwei, drei Teile gibt mit diesem Bausatz. Denn, ja, schauen wir mal, was nächste Mittwoch dran ist und wie weit wir da kommen. Ich kann es noch nicht sagen, aber es ist halt ein großer Bausatz. Mal wieder. Wechsel, Wechsel, Wechsel. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürheim. Mittwoch, 17.30 Uhr, Fallertime. Ich zähle auf euch. Bis dahin, bleibt gesund. Viele Grüße, euer Markus und tschüss.